Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr heute wieder mit bei mir seid. Ich hoffe, es geht euch allen gut und ihr seid gesund und munter. Am Anfang gehen wir immer ganz, ganz liebe Grüße an euch raus für eure Likes, für eure Abos, für eure vielen lieben Kommentare, für eure Spenden und für eure Buchungen bei mir. Vielen, vielen Dank dafür. Ja, liebe Jungfrau oder der, die du hier auf eine Jungfrau schaust, heute schauen wir gemeinsam, wie es denn in Sachen Liebe, Liebesverbindungen im Monat Februar bei dir aussieht. Dabei ist es völlig egal, ob du hier auf einen Wunschpartner schaust, auf eine bestehende Verbindung schaust, auf einen Ex-Partner schaust oder vielleicht sogar auf jemanden, mit dem du gar keinen Kontakt hast. Und zwar habe ich die Legung so aufgebaut, dass hier deine Energie liegt, hier die Energie deines Gegenübers, hier euer Miteinander und dann habe ich noch ein paar Orakelkarten erbeten. Falls du während der Legung bemerkst, dass du doch eher hier bist und dein Gegenüber doch eher hier, dann drehe das bitte um, dann ist es spiegelverkehrt, das kann passieren. Nichtsdestotrotz ist es immer eine allgemeine Legung, sie kann auf dich zutreffen, muss es aber nicht und ich versuche auch wie immer geschlechterneutral zu deuten. Falls mir das nicht gelingt, ihr Lieben, dann dreht euch das bitte um. Da ich hier als Frau sitze und für das Kollektiv der Zuschauer lege, deute ich die weiblichen Karten immer als Zuschauerkarten und die männlichen Karten immer als die Karten des Gegenübers. Na, also ich versuche auch immer das Wort Mensch zu benutzen, dass es geschlechterunspezifisch ist. Ihr dreht euch das bitte dann so, wie das in eurer Konstellation dann passend ist. Zu dieser Legung gibt es natürlich auch eine erweiternde Legung auf Vimeo. Wenn du wissen willst, wie es hier weitergeht, schreibe ich dir das gern unten in die Infobox und pinne dir das auch nochmal in den Kommentaren an. Gut, dann ist jetzt, glaube ich, standardmäßig alles gesagt und wir starten in deiner Energie in den Monat Februar. Dann habe ich hier die 6 der Stäbe. Also, hier geht etwas erfolgreich aus. Hier geht etwas erfolgreich in den Triumph. Hier wird etwas erfolgreich neu geboren, neu kreiert. Hier schlüpft etwas aus dem Ei, was man schon lange, auf was man schon lange gewartet hat und was man gehegt und gepflegt hat. Das ist auch etwas, worüber sich auch Menschen in deinem Umfeld freuen werden. Ne? Also hier ist ein kleiner Drache geschlüpft. Also hier ist Feuerenergie da, hier ist Kreativität da, hier ist Leidenschaft da, hier ist Tatkraft da. Ne? Also es kann sein, dass du wieder von neuem in deiner Kreativität, in deiner Tatkraft, in deiner Leidenschaft fürs Leben generell erwachst, ne? Und dass sich andere dann mit dir freuen können. Es kann auch für deine Partnerschaft stehen, dass da endlich etwas schlüpft, ne? Auf was du lange gewartet hast, etwas ja, entsteht hier neu und etwas geht gut aus, etwas geht sehr erfolgreich aus oder geht erfolgreich weiter. Dann habe ich hier den König der Kelche. Das kann ein Wasserzeichen sein, Fische, Krebs oder Skorpion. Sehr schön mit dem Fisch hier dargestellt. Also bei diesem Menschen, auf den du hier schaust, kommen die Gefühle wieder ins Fließen. Bei diesem Menschen hält die Liebe wieder Einzug im Leben. Bei diesem Menschen, ja, wird auf Emotionen geachtet. Ne? Also es ist ein sehr liebevoller Mensch, ne? Ein sehr gefühlvoller Mensch. Oder er kommt in diesem Modus auf dich zu. Ne? Möchte mit dir seinen gefüllten Kelch teilen und ja, möchte Liebe in dein Leben bringen, möchte Gefühle in dein Leben bringen, möchte Harmonie und Geborgenheit in dein Leben bringen. Und dann habe ich hier das Gericht. Also etwas geht in die Erlösung, ne? Etwas geht in die Erneuerung. Und ich habe hier ganz, ganz viele Krafttiere, die um dir sind, ne? Also du hast hier Unterstützung, ne? Vielleicht ist es auch eine Loslösung von diesem Menschen, ne? Weil hier wird, also ringsrum freuen sich ganz viele Menschen. Also entweder geht es hier endlich in die Liebe oder es ist eine Loslösung, eine Erlösung aus dieser Verbindung. Das werden wir dann gleich noch sehen. Ne? Also es kann 50-50 für jeden. Also guckt mal, wie das bei euch passend ist. Ne? Also hier geht etwas in die Erlösung, etwas Schweres wird hinter sich gelassen, ne? Und es geht in den Aufstieg, ne? Und hier ist ganz, ganz viel Unterstützung. Hier ist viel Unterstützung und hier ist viel Unterstützung. Ne? Also du hast hier Menschen um dich rum, die sehr wohlwollend dir zureden, dir auch zuhören.
Ja, und die für dich da sind, wie hier, und ganz, ganz viele Krafttiere. Na, der Hirsch, ganz großer Herzensheiler, der Hase steht für Fruchtbarkeit, der Dachs ist ein ganz großer Heiler, die Eule, altes Wissen. Na, also wir haben ja ganz, der Fuchs steht auch für Intelligenz und für Schlausein, ne? Kann auch fürs Misstrauen stehen. Ne? Aber hier, die stehen alle hinter dir und die stehen auch alle hinter dir. Also irgendwas geht hier in die Erlösung, von irgendwas wird sich befreit, erfolgreich befreit, von dieser Schale, von dieser Einengung, von dieser Begrenzung. Ja, das kriege ich auch gerade noch rein. Hier schlüpft was Neues, was Schönes wird hier geboren. So, dann hören wir bei deinem Gegenüber. Und dann habe ich hier den Teufel. Der ist in diesem Kartendeck als The Liar dargestellt, also der Lügner. Also bei deinem Gegenüber solltest du hier aufpassen. Hier ist nicht immer alles Gold, was glänzt. Ne? Hier wird auch mal öfters geflunkert, gelogen, Unwahrheiten erzählt. Ne? Aber dafür kriegst du schon ein Gefühl. Ja? Es kann hier auch um Süchte gehen, um eine stoffgebundene Sucht, Alkohol, Drogen, Spielsucht, Sexsucht. Ne? Da wir hier den Fisch haben, ne? Und dadurch, dass es dieser Mensch ist, die Fische können ja auch für eine Alkoholsucht stehen. Ne? Also es kann durchaus sein, dass dich dieser Mensch lange im Unklaren gelassen hat, was sein Suchtverhalten angeht und dir gegenüber da auch nicht ehrlich war. Ne? Dann habe ich hier die vier der Schwerter. Hier geht es um Heilung, hier geht es um Rückzug. Ne? Also es kann sein, dass sich dieser Mensch bedingt durch seine Sucht in die Heilung, in den Rückzug begibt. Ne? Also das kriege ich ganz stark rein, auch mit dem Fisch, der hier liegt. Also es kann um eine Alkoholsucht gehen oder dass man da immer dir was vorgemacht hat, dass du das gar nicht weißt, ne? Wie schlimm das eigentlich bei diesem Menschen ist, weil dich dieser Mensch dahingehend immer belogen hat, ne? Und die nicht die Wahrheit erzählt hat. Also dieser Mensch begibt sich in den Rückzug, in die Heilung, um wieder Energie zu tanken, um wieder Kraft zu tanken, um hier in dieser kargen Landschaft, wo man sich befindet, das ist vielleicht auch das Leben deines Gegenübers, ne? Eine ganz, ganz karge Landschaft, es kriegt auch so eine depressive Stimmung rein, dass man hier versucht, diesen Baum, diesen Lebensbaum, vielleicht auch euren Liebes- und Partnerschaftsbaum hier wieder zum Blühen zu bringen. Ne? Natürlich muss hier Wahrheit reinkommen, muss hier Ehrlichkeit reinkommen, muss hier Loyalität reinkommen in dieser Verbindung. Ne? Also dieser Mensch, also ich krieg so rein, das kommt raus. Ne? Also dass dir dieser Mensch entweder erzählt, ich habe dich lange belogen. Ne? Also ich kriege das eher nicht so rein, dass dieser Mensch das wieder tut. Ne? Weil hier ja auch der König der Kelche liegt. Ne? Also eine sehr, sehr, sehr sensible Person. Also, und dieser Mensch ist erstmal damit beschäftigt, hier wieder in die Heilung zu gehen, durch den Rückzug Energie und Kraft zu tanken. Und dann habe ich hier das Ass der Schwerter. Ne? Also hier gibt es diese Chancen, um sich gegen diesen Teufel zu entscheiden. Ne? Wie auch dieser Teufel aussieht. Es muss nicht unbedingt ein Suchtverhalten sein. Es kann eine Gebundenheit sein an traumatische Erlebnisse, an Ängste, an andere Personen auch. Ne? Und hier gibt es Chancen und Möglichkeiten. Hier haben wir einen weißen Rabe, der auch für ganz, ganz große Klarheit und Reinheit spricht. Ne? Hier die Chance zu ergreifen, hier die Möglichkeit zu ergreifen, hier in einen Neuanfang zu gehen, ohne die Lügen. Ne? Also hier haben wir so diese Unehrlichkeiten, diese Lügen und hier haben wir die absolute Klarheit, die absolute Wahrheit. Ne? Und dazwischen steht die Heilung. Das wird diesen Menschen auch in die Heilung bringen, hier endlich die Wahrheit zu sprechen. Und die Möglichkeit ist da. Ne? Die Möglichkeit ist da, hier Klartext zu sprechen. Die Asskarten stehen auch immer für einen Neubeginn, für einen Neuanfang. Und die Schwertkarten stehen auch immer für Kommunikation. Ne? Also das wird kommuniziert werden. Es wird dich erreichen, dieses Thema bei deinem Gegenüber. Ne? Und wie gesagt, also entweder geht es hier in die Erlösung, dieses Thema. Oder du löst dich hier von diesem Thema, von diesem Menschen. Ne? Das habe ich ja so eine 50-50-Chance.
So, dann schauen wir in eure gemeinsamen Karten. Dann habe ich hier die 10 der Stäbe. Also hier sind Belastungen da. Hier ist eine Schwere da. Hier, ja, ist immer eine Schwere und eine Last in dieser Verbindung. Na, also das hat euch immer runtergezogen. Das hat es euch nicht leicht gemacht. Ne? Hier gab es kein richtiges Vorankommen. Das ist aber was, was hier in der Ahnenlinie ist. Ne? Hier ist eine weibliche Ahnenlinie, die hier eine Last mitbringt, die das von Mutter zur Tochter, dann wieder zur Tochter, dann wieder zur Tochter weitergegeben hat. Ne? Also das kann in deiner weiblichen Ahnenlinie sein, aber ich nehme es eher hier wahr, dass die Belastung hier liegt und bei dir alles schick ist. Ne? Dass es hier bei deinem Gegenüber in der weiblichen Linie, in der Mutterlinie, dass das hier weitergegeben wurde, diese Schwere, diese Belastung. Es kann auch dieses Suchtthema sein. Ne? Also Frauen sind ja davor auch nicht gefeit. Ne? Also dass dieses Suchtverhalten durch die Linie kommt, ne? Und diese Schwere, diese Belastung wird hier durch die weibliche Ahnenlinie getragen. Und dann haben wir die 10 der Münzen, also die absolute Erfüllung, ne? Die absolute schöne Gemeinschaft, wo alles da ist, ne? Wo Stabilität und Sicherheit ist, wo man miteinander feiert, wo man miteinander glücklich ist. Das ist ja eine ganz, ganz schöne Gemeinschaft, eine ganz, ganz schöne Verbindung. Es kann auch eine Familie anzeigen, ne? Also hier habe ich auch mit dem Hund Loyalität, Treue und Ehrlichkeit, ne? Man lacht zusammen, man feiert zusammen, man genießt zusammen das Leben. Man tanzt zusammen, hier ist auch jemand, der spielt Musik. Ne? Also das ist so diese Freude am Leben, ne? Dieses Miteinander sein, miteinander liebevoll sein, miteinander glücklich sein. Und das sind zwei so unterschiedliche Karten. Ich nehme bei euch wahr, das ist die Familie des Gegenübers, das ist deine Familie. Also ihr seid ja auch ganz, ganz unterschiedlich aufgewachsen. Das sind wie zwei verschiedene Welten, die hier liegen. Hier habe ich den absoluten Mangel, hier habe ich die absolute Fülle. Und ich nehme das wirklich für deine Familie wahr, dass du wirklich so in der Fülle bist, in der Freude bist und das Leben genießt und dankbar bist für das Leben. Und hier ist das absolute Gegenteil. Ne? Das ist natürlich schwierig, ne? Wenn jemand aus so einem Verhältnis kommt, der ist vielleicht damit auch überfordert. Ne? Und du bist mit dem hier überfordert, weil du das nicht kennst. Ne? Also ich habe hier zwei komplett unterschiedliche Familienansätze liegen. Ne? Du bist hier aufgewachsen mit Stabilität und Sicherheit, ne? Und Loyalität, Treue und Ehrlichkeit. Und hier, da ist halt auch ganz, ganz viel kaputt gegangen durch diese weibliche Linie. Ne? Also da wurde nur Leid und Schmerz weitergegeben, vielleicht auch Süchte weitergegeben. Trauer weitergegeben, Mangel weitergegeben. Na, und das sind zwei total unterschiedliche Welten, die aufeinander prallen. Und das werdet ihr auch in eurer Verbindung merken oder gemerkt haben. Und dann habe ich hier die 2 der Münzen. Das möchte in die Balance gebracht werden. Na, also, dass du siehst, okay, es kann auch sowas geben und dass dieser Mensch auch die Fülle annehmen kann, ne? Das Glück annehmen kann, die Freude annehmen kann. Ich kriege bei dieser Familie auch rein, das ist auch schwer für diese Menschen, das überhaupt anzunehmen, ne? Dass es sowas gibt. Und es ist eure Aufgabe in dieser Verbindung, das hier in die Balance zu bringen, in den Ausgleich zu bringen, eure beiden Welten hier in den Einklang zu bringen, ne? Und nicht, dass ihr hier in den Abgrund gezogen werdet, ne? Du hast vielleicht auch manchmal das Gefühl gehabt, das zieht dich hier mit runter, das zieht dich hier mit in den Abgrund, ne? Und deswegen ist ja unten dieser Troll, Vorsicht, ne? Lass dich nicht hier mit reinziehen, ist nicht deine Familie, ist auch nicht dein Thema, ne? Das darf dieser Mensch alleine lösen und heilen, ne? Es ist nur für euch an der Zeit, das hier in die Balance zu bringen. Das Weibliche, das Männliche, das Dunkle, das Helle, ne? Tag und Nacht. Das ist wie Tag und Nacht, ne? Mangel und Fülle. Ne? Also es geht darum, das schon anzuschauen, ne? Wenn ihr in einer Verbindung seid, aber hier das in der Balance zu halten. Also nicht hier abzukippen und auch nicht nur das zu leben, ne? Weil es gibt bei euch in dieser Verbindung gibt es halt beides. Na? So, dann schauen wir noch mal die Zusatzkarten an.
Und dann habe ich hier, gib deiner Beziehung eine Chance, arbeite an deiner Partnerschaft. Ja, ihr seid ja aufgefordert, das in den in die Balance, in den Einklang zu bringen und an dieser Verbindung gemeinsam zu arbeiten, wenn du das denn möchtest. Ne? Ich habe ja auch manche, für die es sich erledigt hat, die wirklich hier in die Loslösung, in die Erlösung gehen, wo dann hier was ganz, ganz Neues geboren wird. Für die, die sagen, ich halte hier fest, ne, erlöst sich dieses Thema auch allmählich. Ne? Und hier wird was Schönes, Neues geboren in dieser Verbindung. Ne? Also die Karten fordern euch auf, arbeitet hier gemeinsam an dieser Verbindung. Ne? Und hier hat auch jeder nur einen Flügel, also ihr schafft es auch nur gemeinsam in dieser Verbindung. Ja, und dann habe ich hier, ich denke gerade an dich, ich liebe dich. Telepathie spielt hier eine ganz, ganz große Rolle. Also ihr seid hier sehr telepathisch, energetisch miteinander verbunden. Wenn ihr aneinander denkt, kommt es beim anderen an. Ne? Und hier wird auch ganz, ganz oft ein Ich liebe dich geschickt, ein Ich liebe dich gesendet. Auch oft im Traum. Ne? Ihr träumt vielleicht auch oft voneinander. Ne? Also hier ist die Aufforderung da, an diese Verbindung zu arbeiten, wenn du das denn möchtest. So, wenn du jetzt wissen willst, wie geht es denn mit dieser Person hier weiter? Was denkt denn dieser Mensch über dich, über eure Verbindung? Was fühlt denn dieser Mensch für dich? Wie kommt denn dieser Mensch in den nächsten Schritten auf dich zu? Wann wird es denn ungefähr passieren und wie solltest du dich denn am besten in dieser Verbindung verhalten? Dann lade ich dich ganz recht herzlich ein, mir auf Vimeo zu folgen zu dem weiterführenden Reading. Den Link dafür findest du unten in der Infobox und ich pinne dir das auch nochmal in den Kommentaren an. Ich würde mich ganz, ganz sehr freuen, wenn wir uns dort wiedersehen und für alle anderen, euch wünsche ich eine ganz, ganz wunderbare Zeit. Macht's gut. Tschüss.